Hey und willkommen zu einer neuen Baufolge zu meiner Studentenbar. Ich bin Daniel von SimFancy und heute bauen wir weiter. Ja, nach euren Kommentaren habe ich bei Instagram nämlich eine Umfrage gemacht. Und da kam ja ungefähr zu 2/3, 1/3 raus, dass ich das hier blau machen soll. Ich habe schon mal so ein bisschen gezeigt auch. Ich glaube, wir machen das hier ja auch blau oder gelb. Mal gucken. Und das mache ich jetzt. Ich färbe das also um. Das war euer Vote. Ich habe einfach mal gedacht, komm, ich nehme mal die Instagram-Leute auch mit. Die haben ja so mehr ein Gespür für, ja, sollte man meinen, für Visuelles, ne? Und da machen wir das einfach. Ja, ich habe das schon mal testweise gemacht. Leider habe ich es nicht gespeichert. Ja, deswegen machen wir das jetzt schnell. Und dann geht es heute auch noch mal an die Einrichtung. Das mache ich heute auch noch, damit diese Bar dann auch für beide Studenten, das war ja auch so die Kritik, also für beide Unis. Rot ist ja eher Foxbury und grün ist Brightchester. Und deswegen machen wir das hier jetzt blau. Dann haben wir eine neutrale Farbe, finde ich auch ganz gut. Ich fand halt das Rot so schön, weil das so schön leuchtet und das Blau ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen blasser. Ja, aber das ist, glaube ich, für einen Studenten, eine Studentenbude ist, sag ich jetzt mal, hier auch ganz gut. Wir haben hinten ja den modernen Anbau auch und in Städtchen, da muss es, finde ich, nicht unbedingt passen. Ne? Also ich muss hier nicht diese Stadthäuschen da so machen. Die ursprüngliche Bar, die ist ja auch in diesem Stil hier gemacht, wie ich die jetzt auch mache, nur halt in schöner, wie ich es finde. Und deswegen, ja, finde ich das gar nicht irgendwie so schlimm oder so. Oh, da muss man aufpassen, hier hinten hat es jetzt auch diese Umrandung gemacht. Da muss man Shift drücken. Dann macht es die nur da, wo man auch will. So. Deswegen finde ich, kann man den Stil hier auch machen. Ne? Also das ist so meine Idee dabei. Sehr gut. So sieht das schon mal gut aus. Jetzt fehlt noch die Wand. Und da müssen wir auch nochmal ran. Da nehmen wir auch die entsprechende an die Uni-Tapete. Ich würde auch sagen, ich baue in dieser Reihe nur mit an die Uni. Auch wenn es mich sehr reizt hier, ne? Mit Zeit für Freunde auf jeden Fall zu bauen. Da gibt es ja auch einige Objekte, aber alle, die das Pack haben, können sich dann entsprechend, hier müssen wir das dann auch, oder? Machen wir das auch blau dann hier. Können sich das dann entsprechend ergänzen. Finde ich gar nicht so schwierig. Hier müsste man nochmal gucken bei dieser Rückwand, wie man es da macht. Ich würde, glaube ich, auch dann hier ist es auch wieder schwierig. Na, da können wir das eigentlich nicht machen. Da müssen wir dann in an die Uni dieses dunkle, diesen Stein da nehmen. Ja, das Dunkle am besten nehmen, ne? Ja, das passt alles nicht so ganz gut, aber ja, es sieht immer noch besser aus als, ja. Ja gut, hier unten könnte man das mit dem Blau nochmal probieren, aber dann ist es auch so abgeschlossen. Ich glaube, ich mache es so. Ich glaube, ich mache es so. Das haben wir auch in den Brightchester Wohnheimen ja ganz gut. Ich finde es auch ganz schön, dass das so ein bisschen hier mit den Linien und so, das muss schon da dazu passen. Jetzt gucken wir, dass wir die restlichen weißen Farben hier noch rauskriegen. Filter raus. Stein oder Holz. Ich mach mal Holz. Hier können wir das mit dem Blau-Grau so machen. Das ist doch ganz gut, oder? Als Abschluss. Oder wir machen so ein Braun. Sieht auch gut aus. Machen wir das Braun. Das ist so ein Goldbraun. Das passt so ein bisschen dazu. Fundament auch noch. Ja, das darf natürlich nicht vergessen werden. Auch hier gucke ich mal, dass ich an die Uni irgendwas nehme. Oder Base Game in dem Fall. Wir haben ja gar nicht was an die Uni. So, und da auf jeden Fall sowas. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Hier gibt es so ein bisschen was. Hier blau, grau, sowas da, ne? Ja, das ist gut. Fast schon schwarz wieder. Immer so dunkel in echt dann. Also wenn man es platziert in echt. Und wenn man es unten in der Vorschau sieht, ist das immer so. So hell. Hell. What the hell hier? Ja, machen wir das so, oder? Ja, ja, ja. Der moderne Anbau gefällt mir auch ganz gut. Können wir es so lassen? Dann gehen wir mal rein. Und guck mal nach der Aufteilung hier drin natürlich auch wieder die Säulen. Ne? Da muss man mal ein bisschen gucken. Ich habe ja schon letztes Mal so die Bar reinplatziert. Dazu gab es dieses Mal leider überhaupt kein Feedback zu den Sachen, die ich so angesprochen habe. Vielleicht gefällt es euch ja dann auch gut. Fand ich ein bisschen komisch. Dann gibt es eigentlich immer Feedback, was ich hier so treibe. Aber macht ja auch nichts. Macht ja auch nichts. Wir gucken einfach mal weiter. So viel gab es jetzt auch noch nicht zu sehen. Die Hauptfarbe, die habe ich jetzt geändert. So. 5 Minuten später. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir so ein paar Lampen reinsetzen. Ich würde auch sagen, wir gehen direkt mal in an die Uni rein und holen uns die Objekte raus, die wir dafür brauchen. Dann machen wir die Aufteilung und dann machen wir die Feinabstimmung, das Deko-Gedöns und alles dazu. Dass wir aber erstmal die Aufteilung haben. Jetzt gucke ich mal, hier haben wir Lampen. Da könnte man vielleicht auch dann, nehmen wir dafür eine Farbe, jetzt auch so ein Blau, aber das ist so hell.
Ja, was sollen wir in die Richtung Blau dann weitergehen? Vielleicht können wir das auch schön mit Orange mixen. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Ich mache hier mal Lampen erstmal rein, dass wir da so ein bisschen Licht haben, ne? Das braucht man jetzt hier schon, aber ja. So, dann holen wir uns die Tapete natürlich rein. Die würde ich auch sagen, dass wir die mal da machen. Da müssen wir aber hier wieder, ne, einzeln die Wände, sonst macht es das wieder überall. Das ist auch ganz schön, die Tapete, weil die unten halt dann so schön abschließt, auch mit den Fenstern. Das könnte ganz gut wirken. Und hier machen wir das, glaube ich, mal schwarz. So. Mit Alt gedrückt halten, da macht man dann immer die ganze Wand. Beziehungsweise die Wand des Raumes. Und dann hat man das hier ganz schön und fein säuberlich. Die Treppe müsste man dann in dem Fall, glaube ich, auch dunkler machen. Da würde ich mal gucken, dass wir da direkt mal so eine dunklere nehmen oder so eine grau. Ja, das sieht ganz gut aus. Oder wir nehmen eine Holztreppe jetzt dann. Ja, das wäre eigentlich so das Beste, wenn man jetzt Holz nimmt. Weil das jetzt ja eher so in den urigen Charakter, sage ich jetzt mal, reingeht. Da könnte man das vielleicht hier so kombinieren. Oder da gibt es noch ein bisschen was Helleres oder so. Dann hat man so eine Mischung aus alter Treppe hier und... Ja, oder das Bläuliche. Aber das ist ein bisschen wieder zu hell, ne? Da gibt es so eine dunkelblau-graue da. Die ist vielleicht ganz gut. Mal gucken. Okay, dann würde ich auch hier sagen, blau haben wir da, glaube ich, nicht, ne? Aber wir können mal in die Richtung gehen. Sollen wir das so orangig-rot machen? Oder so ein schönes Holz. Ich fand das mit dem goldenen Rahmen ganz gut. Oder mit dem beige-braunen. Das passt wieder zu den Fenstern. Und als Boden holen wir uns auch einen schönen Boden rein. Da nehmen wir mal... Kernholz, Dielenboden, oder? Mal gucken, wie der aussieht. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Vielleicht könnte man auch so einen hell nehmen. Das wäre vielleicht auch noch was. Weil dann hätte man so ein bisschen dieses... Das passt auch zum Modernen dazu. Wir können auch noch mal gucken, dass wir hier das Licht so rein... Wow, ist schon cool, ne? Dass man das so vielleicht macht. Oder hier kommt dann nachts das Licht, das Mondlicht rein. Und morgens dann auch zum Putzen. Kommt dann hier das Licht rein? Ist okay, passt soweit. Okay, ich habe ja gedacht, ich nehme diese freistehende Bar, was ich in der eigentlich nicht so mag, weil wenn man da diese Schilder hinten platziert, die ich ja unbedingt mit reinbringen will, dann versperrt das da so ein bisschen die Sicht. Wir gucken uns das jetzt mal an. Wir haben da so tolle Barschilder bekommen. Ja, ist schon mal geil, perfekte Farbe eigentlich, ne, Gold und Braun und, ne, also gut. Das versperrt so ein bisschen die Sicht, aber wenn man jetzt so sieht, ne, also auf Augenhöhe ist das dann bei den Sims auf jeden Fall. Man könnte da noch so normale Barregale hinmachen. Man könnte auch hier noch, ne, so komische Brightchester ursprüngliche Bilder machen. Dass man das vielleicht, das ist wieder dieser Ausreißer, dass man die so ein bisschen damit reinnimmt. Man muss ja nicht alle so nebeneinander machen, ist fein säuberlich, aber da gibt es auch noch diese anderen. Ich glaube, die da sind auch so richtig schöne Papp. Bilder, sag ich mal. Ja, die platziere ich mir einfach mal raus, ne? Mal gucken, ob wir die noch brauchen oder nicht. Einfach mal raus damit. Und jetzt machen wir aber mal die Aufteilung. Jetzt können wir nämlich, wenn wir einen hellen Boden haben, können wir wieder in die Richtung Dunkelholz gehen von der Bar. Ich gehe auch wieder mit an die Uni, an den Start hier. Also diese großen Tische, die müssen da irgendwie rein. Ich habe mir gedacht, vielleicht könnte man die so an den Rand hinstellen und dann kann man da wie in so einem Café so ein bisschen rausgucken. Vielleicht probieren wir es aber mal, dass wir die hier vielleicht so rum reinkriegen, dass da die Sims quasi so ein bisschen auch, so einen größeren Gruppentisch, dass wir sowas vielleicht haben. Das ist ja auch so ein Bartisch, was ich ganz schön finde. Und es geht auch so, weil die Sims brauchen nur ein halbes Kästchen, um zu laufen. Das heißt, man könnte den sogar bis nach hinten schieben, dass das so mittig ist bei den Fenstern. Da kommen die Sims noch gut ran. Das ist, glaube ich, ganz gut von der Aufteilung. Wir haben hier den Platz, dann können wir das vielleicht auf der anderen Seite machen. Wobei, so viele Bartische brauchen wir gar nicht. Man könnte auch hier direkt die Tischtennisplatte reinholen. Da müsste man wieder die neutrale auch nehmen. Sollen wir da auch die blaue nehmen? Oder ich würde eigentlich die grüne, ne? Das ist so irgendwie typisch grün, so eine Tischtennisplatte. Warum ist das eigentlich grün? Weiß das jemand? Ja, wir haben so viele Experten hier immer. Ja, sollen wir das mal hier rein? Finde ich ganz cool, oder? So ein bisschen, dass man hinten noch ein bisschen Luft hat auch. Vielleicht könnte man da auch noch so Sessel hinstellen. Wir dürfen nur nicht so sehr in den Gang rein, aber das geht noch. Ja, Tischtennis ist dann eher so. Ja? Ja, oder nicht? Oder wie? Ich würde auch noch so ein paar Fahrräder draußen hinstellen. Ne? Die Studis, die haben alle Fahrräder. Kriegen wir die da noch reingequert? Das ist ja witzig. Das Ding geht vorne hoch? Das hatte ich jetzt aber auch noch nie. Guck mal an hier.
Man lernt nie aus. Ja, das Ding hüpft ja da hoch vorne mit dem Vorderrad oder wie? Das ist ja geil, nee, oder? Ja, dann hier ist recht hier. Dann haben die ja schön hier aufgestellt, hier die Fahrräder. Ja, haben wir sowas wie Fahrradständer? Das habe ich auch schon bei meinem... Das finde ich jetzt toll, dass man da so... Dass man da jetzt so Fahrräder hinstellen kann. Dann nehmen wir auch mal direkt verschiedene Farben. Dass man die da toll platziert. Hier, das ist doch gut, oder? Ja. Man könnte das auch hier drüben machen, da hat man so ein bisschen mehr Luft, dass man da vielleicht so Fahrradständer hin macht. Ich stelle mir das mal so auf, dass man das so ein bisschen sich merken kann, dass ich da was vorhatte. Okay, Aufteilung machen wir weiter. Ich würde auch mal gucken, also ich würde, was würde ich denn? Oben haben wir ja auch noch Space, da müssen wir auf jeden Fall die Klos reinbringen. Endlich haben sie die auch geupdatet, ne? Das war ja ein Fehler, das habt ihr ja vielleicht gar nicht mitbekommen. Am Anfang sahen die Toiletten ja gleich aus und jetzt haben wir ja zwei verschiedene, ja? In meiner Preview war das anders. Das ist echt, echt witzig. Okay, also wir haben jetzt zwei verschiedene Toiletten auch, alles gut. Wir nehmen jetzt mal die kleinen und vielleicht könnte man die so platzieren, dass die, wenn man da reinläuft, das wäre eigentlich ganz praktisch, ne? Wenn man da reinläuft, hat man da das Klo. Wir können da nochmal ein Stück zurückgehen, ich weiß noch nicht, oder wir gehen da, oh ja, wir machen das so. Wir machen das mal so und wie viel Platz hat man denn da? Wenn man die da an die Wand so hinstellt, hat man da noch Platz für ein Waschbecken? Müsste reichen, ja, dann machen wir das mal so, weil dann können wir hier nämlich bündig zumachen, dann machen wir das doch. Das so, dann hat man da hinten mal die Toiletten untergebracht, weil das ist ja wichtig hier auch noch, ne, in so einer Bar. Da kann man hier 3 oder 4 Stück platzieren. Gut, das ist hier ein bisschen ungünstig mit dem Fenster, aber ist das noch genehmigt? Ich glaube, das ist noch genehmigt. Machen wir hinten so eine Putzecke rein oder irgendwie so ein... Ja, gut, ein Tod muss man sterben. Hier dann schöne Waschbecken hingegenüber und so ein bisschen... Krams, dann haben wir jetzt unsere... Ich würde auf jeden Fall... Also ich finde das halt... Das ist ja auch im Gameplay so drin in diesem Pack. Ich habe letztes Mal gesagt, ich möchte so eine Brightchester und so eine Foxbury-Ecke machen. Und das hatten wir ja wirklich so im Gameplay auch mit drin. Dass man da vielleicht wirklich so eine kleine Couch-Ecke macht mit den jeweiligen Universitäten, dass die so ihre Nischen da haben. Und hier oben so eine Lernecke. Ich nehme jetzt da auch mal vielleicht diesen Boden gleich mal mit hoch. Dass man das nochmal so ein bisschen auch macht. Alles wieder schön hell auch, ne? Dann kann man da auch die Wand, jetzt kann ich nicht mal mehr an die Wand dran hier. Machen wir das mal so und dann tun wir das nochmal extra anpassen. Nehmen wir auch mal das Schwarz rein. So, das geht nämlich schneller, wenn ich alles erstmal mache und dann hier wieder schwarz. So, alles hier mitgenommen, sehr gut. Dann kann man da rumlaufen. Man könnte, mir fällt es gerade auf, wir haben ja diese... Alle Anzeigen, nee, alle, doch alle aus an die Uni aber... Da haben wir diese Bücherregale. Vielleicht kann man die nehmen, um so ein bisschen als Raumtrenner zu fungieren. Weil unten habe ich jetzt nur Bartische. Wir brauchen aber noch Esszimmertische für eine Bar. Also Esstische, normale Esstische. Obwohl es eigentlich totaler Blödsinn ist, weil die können da genauso essen wie auf normalen Tischen. Aber gut. Wo sind diese Bücherregale? Die könnten da ganz gut reinpassen. Haben wir die in Schwarz? Ich glaube schon. Die da, ja genau, die sind auch so, dass man oben, also ist ja immer noch eine Studentenbar, ne? Sage ich jetzt mal. Und das heißt ja, dass wir auf jeden Fall ja hier auch so ein bisschen was zum Lernen halt anbieten müssen. Zumindest mal, ja, probieren. Da könnte man das vielleicht so machen. Das ist ja ein bisschen knapp mit dem Platz, ne? Dass man das vielleicht so macht. Dann hätte man da statt einem Zaun quasi so Bücherregale. Und dann läuft man da hoch und sieht dann schon die Bücher und dann sieht das richtig aus wie in so einer Studentenbar, oder? Hier dann auch noch. Hier ist ein bisschen eng da, aber das ist so ein Gang, das ist okay. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. So. Finde ich ganz geil, muss ich echt sagen. Also finde ich echt ganz geil. Vielleicht könnte man auch noch diese Klos nochmal, also 3 Klos reichen eigentlich auch schon, dass man die nochmal ein Kästchen verschiebt, dass man quasi hier nochmal... eine Wand wegnimmt, 3 Klos reichen. So viele Sims gehen da auch nicht gleichzeitig auf Klo hier, wa? Ja, machen wir das mal so. Und dann hat man da ein bisschen mehr Luft. Jetzt können wir da auch gleich mal Lampen reinsetzen. Ich würde jetzt hier wieder oben, will ich ja ein bisschen moderner auch sein dann.
Auf jeden Fall in der Ecke. Und das könnte so, das hat irgendjemand gesponsert. Hier vielleicht die Foxbury-Institut oder so. Dass sie da dann nochmal so Lernorte haben. Vielleicht könnte man das auch nochmal ergänzen, indem man hier auch nochmal solche Raumtrenner hinmacht, dass die da quasi was trinken können. Und dann auch so ein bisschen lernen können oder so. Jetzt gucken wir mal, wie wir das machen. Am blödesten mit der Aufteilung. So ein bisschen schwierig. Also auf jeden Fall brauchen wir ja noch hier eine Esstische, sage ich doch hier, ne? Müllentsorgung, Stereoanlage, Fernseher. Okay, Fernseher ist ein gutes Stichwort. Dann machen wir hier nämlich so einen Fernseher rein. Da hinten in der Ecke passt das ganz gut, so ins Eck rum. Dass die da das da haben. Stereoanlage würde ich, glaube ich, unten in die Bar reinmachen. Da können wir auch diesen alten Kasten da nehmen. Der passt hier auch farblich perfekt rein, merke ich gerade. Könnte man da hinten vielleicht hinstellen, oder? Dass man, da hat man auch so ein bisschen Platz noch. Ja, so ist doch ganz gut. In der Aufteilung hat man hier den Sport, den Spaß, das Lernen, Fernsehen. Alles gut. Müllentsorgung, da mache ich gleich auch mal. Zum Glück ist da so ein Ding. So ein Müllschlucker an der Wand, das finde ich mal ganz schön. Ja, so ein... Jetzt da oben. Oberflächen. Esstisch, ne, hier Esstisch. Da könnte man jetzt so Glastische nehmen. So schönes Grau. Ja, machen wir das mal so. Den könnte man hier vielleicht platzieren. So ein bisschen in die Richtung. Da kann man da zwei Stühle hinmachen. Und dann die Mitte auch nochmal irgendwie. Da müsste man nochmal gucken. Vielleicht hier so ein bisschen nach außen versetzt. Dass man da vielleicht sogar nochmal einen Vierertisch hinkriegt. Soll ja kommunikativ sein und trotzdem so ein bisschen Privatsphäre haben. Da müssen wir jetzt, glaube ich, also da können wir, glaube ich, nur... hat so dieses Sessel da. Das ist eher... Ja, da gibt's nur die alten und da gibt's die. Dafür könnte man auch die nehmen. Dann nehmen wir wieder schwarz oder auch weiß oder wie oder was. The Black Room hier. Wie nennen wir das Ding? Da könnte man hier auch nochmal gucken, ob man das farblich vielleicht bunt sogar macht oder so. Es darf gern so ein bisschen zusammengeschustert aussehen oder wie wenn das jemand gesponsert hat oder so. Aber ich finde das mit dem Schwarz eigentlich ganz cool. Das ist ein schöner Kontrast zu dem Holz. Und ich glaube, man kann hier dann schön, also es gibt ja auch die Interaktion, dass man da zusammen lernt, quasi so, ne? Und dann könnte man das hier so quasi anbieten irgendwie, das ist auch ganz toll. Wenn man da wirklich so schöne Tische, Bücher und dann kann sich da hinsetzen, was trinken, vielleicht noch ein Buch nebenher lesen oder die Hausaufgaben machen. Ist ja durchaus auch Gameplay-relevant und hier im Eck dann auch nochmal mit der tollen Aussicht hier das Glas, muss man ja auch ausnutzen. Dass man da so quasi diese Mischung hat zwischen Bar und Lernbereich. Gesponsert bei Foxbury oder so. Ja, dass die da irgendwie gesagt haben, hey, wir machen euch da was Cooles, liebe Studenten. Wir bauen euch die Bar da moderner. Weil wir jetzt ja auch den Campus aufgemacht haben neben der altehrwürdigen Brightchester Uni. Habt ihr uns jetzt ja auch, deswegen sponsern wir eure Bar einen modernen Anbau. Das wäre doch eine schöne Story, oder nicht? Oder wie, oder was hier? Da wäre doch was Tolles. Dann haben die da die Bar umgebaut und dann haben die in dem Zuge halt diesen modernen Anbau gemacht. So, jetzt was machen wir da hinten rein? Wir brauchen hier auf jeden Fall noch Waschbecken. Das ist jetzt die Frage, machen wir da hinten so eine Thekenwand hin, würde ich mal sagen. Ich würde auf jeden Fall oben in die Klos natürlich auch noch die Waschbecken reinsetzen. Da könnte man auch überlegen, ob man die Klos quasi renoviert anbietet oder ob man so ein wirklich altes Studentenklo macht. Ich würde sagen, die Klos sind noch die alten. Dann nehmen wir dann, was haben wir denn an alten Waschbecken hier? Base Game, jetzt zeigen wir mal das Base Game nur an. An die Uni gab es ja keine Waschbecken. Da würde ich mal sagen, wir nehmen ganz schlicht diese Dinger. Die gehen so schnell kaputt irgendwie, ne? Man könnte da auch mit Theken was vielleicht machen. Das wäre, glaube ich, eh schöner. Ja, dann machen wir was mit Theken. Dann holen wir uns mal die Theken jetzt hier. Zur Brust. Da würde ich sagen, ne, die gibt es mit so einem Grau-Weiß oder mit so einem dunklen. Ich will mal, glaube ich, das Dunkle nehmen. Die Hellen, die sehen auch nicht schlecht aus. Ist ja so ein bisschen was Helles. Das ist vielleicht auch nicht so schlecht, wenn man da so ein bisschen... Ich glaube, wir machen das mal so. Weil da haben wir nämlich Platzprobleme. Da können wir genau, das passt sehr gut hin. Heute habe ich Glück irgendwie, ne? Das passt so gut. Dann können wir das so machen.
Ja, und dann packen wir da auch noch. Ich will immer da ungern Waschbecken hin, Mann, weil dann kommen die Sims und tun sich da die Hände waschen und da Glas Wasser holen, ne? Aber es muss ja irgendwie schon da mit rein, oder nicht? Zu so einer Bar braucht man auch was zum Abspülen. Ja, und da hinten machen wir dann auch so eine Thekenfläche rein. Die müsste ja sogar auch passen. Genau, bis unter das Fenster hier alles genormt. Sehr gut, dann machen wir hier nämlich auch so Waschbecken rein, Spülbecken. Küchenwaschbecken. Industrielles Waschbecken. Irgend so ein Angst und sowas. Hier muss dann doch da rein, oder? Nehmen wir auch da dieses Kupferchromfarbene. Sollen wir, jetzt geht es nicht so ganz gut auf, aber wir können da. Ah, das geht nicht auf. Kann man da am Rand noch eins hin mal? So ist okay, oder? Wenn man da drei Waschbecken, in der Mitte ein bisschen Abstand, Spiegel an die Wand und so. Also von der Aufteilung her wirklich ein Luxusbad hier. Wow. Ja, könnte man sich überlegen, ob man die Kabinen doch die alten da auch nimmt oder vielleicht auch eine andere Farbe. Ist die nicht so? Oh ja, da könnte man auch noch die nehmen. Hier gibt es ja so welche mit so Schmierereien auch. Das fällt auch nicht so schlecht. Ja, probieren wir das mal aus. Dann da vielleicht. Gibt es ja immer nur eine mit Schmiererei. Guck mal, da gibt es nämlich verschiedene mit Schmierereien hier. Können wir das mal probieren und dann hier das normale Blau nehmen. Ohne Schmiererei. Dann haben wir zwei verschmierte und ein sauberes. Ja. Okay, ist auch voll düster. Gut, dann, wir haben hier noch Space. Da holen wir uns dann noch ein, da gehen wir wieder ins, an die Unipack rein. Diesen Tisch da, diesen ganz süß, ne? Da kann man das so an den Rand des hinstellen, dass man da nochmal so einen kleinen Privatplatz, sag ich mal. Ja, und ist jetzt trotzdem nicht mitten im Gang. Hier in die Mitte, da muss irgendwie so ein Schild hin. Heute im Angebot oder heute im irgendwie so und so. Da gibt es ja auch diese Aufsteller da, vielleicht sowas. Heute Event oder heute Pfiffikusse treffen oder irgendwie sowas. Dass man da nochmal so Highlight des Tages oder Robotikkurs oder Debattierdings. Das wäre natürlich auch noch gut. Wenn man hier nochmal so ein bisschen, also das ist ja dann so dieser Treffpunkt eigentlich. Also die Bar von beiden Universitäten und dass man da dann debattiert. Ich weiß, debattieren ist eher so die Spezialität von Brightchester und Robotik ja eher die von Foxbury, aber ich glaube, das passt hier ganz gut rein. Wenn man das hier so macht, dass man da so quasi so ein bisschen Event-Location noch macht raus. Ja, das kann man nie genug haben. Diese Fähigkeit ist so toll, dass man das hier irgendwie nochmal integriert. Wir haben auch noch einen Außenbereich, dann haben wir auch noch Space dann. Ja, sonst hätte ich gesagt, hier machen wir so moderne Couch-Dinger hin, aber wir können vielleicht beides auch machen. Und das mit der Treppe, das stört mich ein bisschen. Jetzt hier muss ich schon sagen, hätte man so eine schöne Rückwand. Man könnte da natürlich auch noch eine Wand ziehen, aber ja, dann macht das alles so ein bisschen wieder weniger offen. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier erstmal die schwarzen Lampen auch noch reinsetzen. Ja, da kommen ja noch Deko-Sachen dazu, ne? Also jetzt nicht denken, oh, das sieht voll komisch aus mit dem Schwarz. Das kommt ja noch alles hier. Aber dass wir diese Sitzgelegenheiten da vielleicht nochmal irgendwie einbauen, dass man da nochmal das Moderne hat. Wir fördern die Demokratie mit modernen Sitzgelegenheiten. Das finde ich so doof, dass die wieder nicht das gemacht haben, was sie damals gemacht haben, dass man diese Sessel so aneinander schieben kann. Gut, wir haben so ein Dreierding, aber das ist so toll wie so Theken, dass man die ums Eck so macht oder so. Es wäre so toll gewesen, aber nein, aber nee. Ja, das sind dann so gemütliche Dinger, dass die da auch zugucken ein Weilchen. Die nur am Überlegen. Eigentlich wäre es besser, wenn man das so rum macht oder am besten nach hinten, wenn man reinläuft, dass es dann hinten ist. Sehr transparent hier. Dass man da quasi so die Debatte dann verfolgen kann oder so. Da müssen wir noch so ein paar Wimpel aufstellen oder irgendwas. Das ist noch so ein bisschen. Das darf gern so ein bisschen freier auch sein. Ich finde nicht, dass das irgendwie. Da würden auch diese Sitzhocker da, diese Quadrate-Dinger da voll gut passen. Und da kann man hier noch so ein bisschen chillen und dazu gucken oder so. Und man kann sich da die Dinger dann schnappen und die so ein bisschen verschieben.
Ja, ein bisschen wie so eine kleine Stadthalle auch, sage ich jetzt mal, ne? So vom Charakter her, dass das so ein bisschen dieser Gemeinschaftsbereich ist. Und das ist jetzt das Moderne hinten dran. Finde ich auch ein schöner Kontrast, also muss man schon sagen. Und dann kann man alles lernen, was man so braucht. Multifunktionsraum, da kann man dann auch mal eine Party machen, oder? Mit DJ, wenn man Zeit für Freunde hat oder so. Ich glaube, das könnte ganz gut werden, ja? Das ist doch schön. Wenn man da noch so Wimpel hat, wie gesagt, und so ein bisschen was Buntes vielleicht, so ein paar Girlanden oder irgendwelche, dann sieht das aus, als wenn da so tolle Events stattfinden. Man könnte sogar diese Poster da verwenden, dass man da sagt, okay, hier ist Debattierclub, da gibt es ja auch Debattiergilde, da gibt es ja auch diese Clubs, die man da dann vielleicht bewirbt oder irgendwie sagt, okay, die kleben das voll auf die Scheibe. Guck mal, das kann man sogar von hinten angucken, wie toll. Ich liebe dieses Poster jetzt schon, es ist echt geil. Mitgliedsposter, ja, da könnte man da wirklich so ein bisschen Werbung machen für die Studi-Clubs. Dann haben wir hier vielleicht so ein bisschen das Foxbury Brightchester-Ding. Machen wir das dahinter, dass das wieder so ein bisschen, diese Unterschiede dann rausbringt auch. Die werden innen angeklebt, sonst reißen die Sims die außen ab. Und dann... So. Das halte ich für ein Gerücht. Ich habe noch nie einen Sim gesehen, der ein Poster abreißt. Außer in Großstadtleben. Da reißen die diese Sammelposter da, ne? Da kann man das so ein bisschen hier Foxbury Brightchester-mäßig so ein bisschen stylen, oder? Ja, ich probiere das jetzt einfach mal. Und hier könnte man auch nochmal so zwei Dinger hinhängen. Das wäre dann ganz gut, weil von draußen sieht man das ja dann auch. Jetzt haben wir ja keins mehr, verdammte Axt. Dann haben wir hier das Debattierding da hin, oder? Noch einmal. Ja, da ist noch dieses Wir hassen Brightchester, wir hassen Foxbury. Dieses verschmierte Poster gibt's auch noch. Finde ich jetzt hier aber nicht so schön. Wie macht man das so hinten hin oder so da auf die... Ja, gab es auch in den Kommentaren, ich weiß gar nicht, ob es zu dieser Reihe war oder zu einer anderen, aber so eine Feuertreppe wäre auch noch witzig, ne? Dass man hier hat man ja auch noch den Ausgang, man könnte das ja auch noch mal probieren, das wäre glaube ich auch ganz schön. Jetzt sehe ich gerade hier, wir haben da dieses Holz da so toll, das haben wir ja, die haben wir ja draußen platziert, dann könnte man die drinnen vielleicht auch noch mal so ein bisschen anbringen. Dass man da sagt, okay, hier ist jetzt da der Eventplaner oder der Party. Party-Information oder irgendwie sowas hier, ne? Nächste Woche Lobsters Night hier. Und hier dann, ja gut, hier ist ungünstig. Und dann hier irgendwo anders noch, dass man sagt, hey, Brightchester Day oder so. Drachennacht. Ja, dass man das so ein bisschen irgendwas hat halt, ne? Da liegt auf jeden Fall noch so ein Fußball rum und so ein bisschen, so stell ich mir das vor. Jetzt haben wir noch unsere Fass-Dinger, die müssen auf jeden Fall raus. Die werden hinten aufgebaut. Das müssen die draußen machen. Ja, auch so ein schönes Licht, wenn man das mal umschaltet. Wow. Ja, jetzt wird es hier Tag. Dann kann man hier nochmal nach der Arbeit, nach der Debatte, kommt dann das Gruppenkuscheln mit Fresh Drinks hier. Da kann man da vielleicht nochmal was machen. Dass die da so ein bisschen nochmal unterwegs sind, dann draußen und da nochmal abends dann vielleicht ein bisschen feiern. Mit so ein paar Lichterketten oder Girlanden auch. So. Feuertreppe. Da machen wir einfach so eine Treppe. Da wäre natürlich auch die perfekt aus an die Arbeit. Ich sag's nur. ja, sonst haben wir keine schöne Gittertreppe. Dann müssen wir so eine leichte nehmen und da vielleicht in so einem Grauton oder in so einem Dunklen. Das ist eher jetzt auch Holz, ne, oder? Und die vielleicht dann nimmt. Oh, das macht das Spiel wieder gern hier, ne? Aber man kann von oben nach unten gehen. Am besten Gitter an, dann hat man da diesen Punkt gleich, ja. Dass man das dann so macht, oder machen wir das direkt so daran? Ans Eck. Man könnte das ja auch noch drehen, so ist es ja auch nicht. Man kann das jetzt ja tun. Man kann das jetzt ja tun hier. Guck mal an, das sieht ja schon ein bisschen mehr nach Feuertreppen-Style hier aus, oder? Man da so ein bisschen das, ja, das ist wieder ungünstig, weil man hier jetzt ein Kästchen weg ist von der Wand. Ja, und da dann so ein Geländer natürlich hin, das müsste auch irgendwas locker Luftiges sein.
Am besten aus Metall. Ja, das hier, ne? Aber ist nix. Ist nix. Wie sieht unsere Feuertreppe aus? Man könnte da auch so eine alte Holztreppe einfach machen. Ja gut, Holz ist auch ungünstig, wenn es brennt, ne? Ach, Mann. Das da vielleicht. Das gibt's doch auch in so einem grau-neutralton. Dass man da einfach nochmal so ein bisschen was hat, wisst ihr, wie ich meine? Dass man da noch ein bisschen irgendwas... Das ist doch auch ein bisschen holzig, aber... Das ist immer noch Base Game. Feuertreppe ist halt sonst leider nicht, ne? Das ist so ein bisschen blöd. Man, wenn man da noch, wenn man da was Holziges nimmt, das ist ein bisschen komisch irgendwie. Oder? Vielleicht haben die auch neu bekommen, dann können wir die so modern machen, das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Ja, wenn sie hier umbauen. Was? Erstellung der Operation fehlgeschlagen. Ich habe gar nichts operiert hier, ich will gar nichts hören jetzt. Ernsthaft jetzt? Wieso darf ich die jetzt nicht aktualisieren? Das kann doch nicht sein hier. Erstellung der Operation fehlgeschlagen. Jetzt geht gar nichts mehr. Ja, dann entfernen wir dich halt wieder. Dass man sagt, okay, die haben... Hä? Was ist denn jetzt kaputt hier? Lass mich die Treppe platzieren. Dass man sagt, man hat hier eine Feuertreppe einbauen müssen. Nee, wenn dann schon... wenn dann schon so. Und dann machen wir das eins noch weiter weg, damit es hier nicht so eng ist da hinten. Dass man sagt, okay, die haben dann da wegen dem Anbau dann auch hier nochmal... da sowas haben einbauen müssen. Da, die Klotür haben sie auch neu gemacht. Dann haben wir hier so eine ja, das ist eher so eine Fluchttür, ne? Verdammt. Sollen wir da dann so eine moderne Tür auch einbauen, quasi, dass man sagt, okay, das ist ja mein Argument für alles hier, ja. Man sagt, okay, hier geht's raus. Feuertreppe. Mal wieder schwarz. Schwarz ist neutral und sieht dann neubaumäßig aus. Dann nehmen wir da auch dieses Geländer in schwarz. Hat man so ein bisschen probiert den Stil nochmal. Was? Jetzt kann ich da keinen Treppengeländer hinmachen oder wie? Ernsthaft mal? Was bist denn du für eine Scheißtreppe? Entschuldigung jetzt aber mal. Ehrlich mal. Was soll denn das jetzt hier werden? Naja gut, dann halt nicht. Ja, was denkt ihr? Was denkt ihr? So ein bisschen so irgendwas. Und dann natürlich noch hier, die Wand müsste, glaube ich, dann doch anders sein. Hier auf der Seite auch, ne? Müsste man das dann auch nehmen. Ja, irgendwie so ein bisschen Hinterhofcharakter möchte ich da eigentlich reinbringen. Das ist aber schwierig. Vielleicht mit diesem Blaugrau, das sieht auch besser aus, ne? Ach, ja gut, so ganz wirkt es noch nicht, ne? Das ist so ein bisschen schade. Vielleicht müsste man das doch so an den Rand hinsetzen. Let me do this. Oder vielleicht macht man es auch bis ganz nach oben. Das wäre auch noch die Idee. Wenn man das bis hoch nochmal macht. Aber da oben ist ja eh nichts, ne? Deswegen brauchst du eigentlich keine Fluchttreppe. Ja. Sieht da immer schön aus, wenn das so über mehrere Ecken ist. Dann sieht es halt wirklich wie so eine Fluchttreppe aus. Wir haben jetzt da kein Beispiel, glaube ich. Oder man macht die wirklich wieder zurück hier. Dass man so was sagt, hier... Aber langweilig irgendwie auch, ne? Aber wäre realistischer irgendwie. Wer würde die da so rumbauen und dann da in der Luft wieder zurück? Nee, ne? Ich probier's mal so. Kriegen wir jetzt ein Geländer hin? Du bist echt ein blödes Spiel, ganz ehrlich. Ich finde das halt gerade so schön mit diesen Schrauben. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ansonsten nimmt man einfach diese neue... Das geht auch nicht. Aber irgendwas will er heute nicht mit den Treppen machen. I hate you, I love you. Dieses Spiel vor allen Dingen, ne? Man hasst es, man liebt es, es ist wirklich unfassbar. Okay, jetzt haben wir da nochmal diesen modernen Anbau. Da machen wir dann auch unser Fundament nochmal anders. Dann machen wir das mal so, dass wir das so nach unten setzen, dass man das hier auch nochmal hat. Dann sieht das nochmal nämlich neu gebaut aus. Wir haben noch ein bisschen mehr Kontrast. Ein bisschen schlichtere... wieder hier mit Alt, damit das nicht, ne, mit Shift in dem Fall, damit es nicht überall hinkommt. Hier nochmal diesen Unterschied, Sachen müssen wir auch nochmal probieren. Aber soweit mal so gut, oder? Was denkt ihr? Was sagt ihr zur Aufteilung? Da, wie gesagt, so eine Couch-Ecke, dann hier gucken wir nochmal, ob wir da dann vielleicht sogar beide machen, dass die da nochmal so eine Couch gegenüber haben. Eine Seite ist grün, eine Seite ist rot.
Machen wir so eine kleine Battle Area oder vertragt euch Area. Get together. Setzt euch auf eure Seite, aber arbeitet zusammen in die Richtung. Klo ist natürlich noch schön machen. Hier noch irgendwas Cooles. Wir können auch noch einen Schachtisch aufstellen. Vielleicht so ein paar neutrale Fähigkeitenobjekte noch mit einbauen. Und ich denke, dann ist es so, ne? So, schon mal ganz gut aufgeteilt. Dann können wir in die Details gehen. Haben wir jetzt alles, was wir brauchen. Das ist sehr gut. Wir haben ja auch Studententreff. Dann machen wir hier noch zusätzlich Lernort, weil man da auch jetzt ja lernen kann. Und dann Abendrot. Natürlich ganz besondere Landschaft und positive Stimmung. Das will man hier, oder? Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Das ist meine Studentenbar. Ich bin Daniel von SimFancy. Nächstes Mal geht's weiter, auch mit euren Kommentaren, Meinungen und Ideen. Ich freue mich drauf. Bis dann, macht's gut. Tschüss.